Liebe Mitglieder der BBVA-Jury, liebe Festgäste und Freunde, ich empfinde tiefe Dankbarkeit den Frontiers of Knowledge Award in Music erhalten zu haben. Es ist eine große Ehre für mich, damit in die Reihe so renommierter Preisträger aufgenommen zu werden. Es tut mir natürlich unendlich leid, dass ich an diesem Tag meinen Dank Ihnen nicht persönlich überbringen kann. Ich bitte Sie um Verzeihung, dass ich gezwungen bin, mich nur auf diesem Weg bei Ihnen allen zu bedanken. Diese Tatsache, dass mir diese Ehre aus Spanien zuteil wird, hat für mich eine ganz besondere persönliche Bedeutung. Spanien hat in meinem Leben eine viel größere Rolle gespielt, als Sie das wissen können. Ende der 60er Jahre befand ich mich in einer schöpferischen Krise, die 8 Jahre anhielt. Ich war auf der Suche nach meiner eigenen musikalischen Sprache. 2 spanische Künstler begleiteten und beeinflussten mich richtungsweisend in dieser meiner Zeit des Schweigens. Es war die Musik von Tomás Luis de Victoria und die Malerei von El Greco. Sie gaben mir jene Impulse, die entscheidend für meine musikalische Zukunft waren. Ein weiteres intensives Erlebnis war ein Auftragswerk des Festival de las Canarias im Jahre 1998. Ich komponierte mein erstes Werk auf einen spanischen Text, Como Sierva Sedienta, für Sopran und Orchester. Dieses erste Eintauchen in den Klang der spanischen Sprache war eine große Entdeckung für mich. Ich merkte, dass ich mich der Kultur, die sich hinter dieser Sprache verbirgt, sehr verbunden fühlte. Ein paar Jahre später entstand ein weiteres Werk auf Spanisch, Virgencita, ein Chorstück über die Mutter Gottes, was Victor García de Gomar im vergangenen Jahr in dem berührenden Konzert in Montserrat From Pain to Hope erklingen ließ. Und da ist natürlich Jordi Savall. Mit ihm verbindet mich eine lange und produktive Zusammenarbeit und Freundschaft. Er erweckte mit seiner leider bereits verstorbenen
Frau Montserrat und seiner Tochter Arianna meine zwei Wiegenlieder zum Leben. Und er wünschte sich daraufhin ein weiteres Werk von mir. So entstand Da Pacem Domine, das ich unter dem traurigen Eindruck des schrecklichen Terroranschlags von Madrid 2004 komponierte. Vor 3 Jahren, also 2018, brachte mich ein weiterer Ruf nach Spanien. Anlässlich der 800 Jahre Feier der Universität von Salamanca kam es zur Uraufführung meines Chorstücks And I Heard a Voice. Im Herbst desselben Jahres 2018 wurde in den Wäldern nahe Tallinn in Estland das Arvo-Pärt-Center eröffnet, das nach Plänen und Konzepten der spanischen Architekten Fuensanta, Nieto und Enrique Sobejano entworfen und durchgeführt wurde. Es erfüllt mich mit Stolz, dass diese wunderbare Architektur in Fachkreisen große Aufmerksamkeit fand und für mehrere internationale Architekturpreise nominiert wurde. Hier befindet sich übrigens auch mein Arbeitszimmer, das ich liebe und von wo aus ich mit Ihnen gerade spreche. Sie sehen, Spanien hat nie aufgehört, mich zu inspirieren. Diesen Preis empfinde ich als die Krönung eines musikalischen Schaffens. Aber nicht nur das. Es schließt sich damit auch ein Kreis, der in den 60er Jahren seinen Ausgang nahm und der bis heute Teil meines künstlerischen Denkens ist. Ich schicke Ihnen aus dem spanischen Gebäude in Estland meine herzlichsten Grüße und Wünsche. Nochmal vielen Dank.